Hallo und herzlich willkommen zurück zu Amnesia, A Machine for Pigs. So, ich würde sagen, wir spielen weiter. Ich habe keine Ahnung, wir haben eine längere Pause gehabt, ihr wisst es genau. Ich bin ein wenig raus. Ich weiß doch gar nicht mehr, was uns erwartet. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, es ist ein Weilchen her. Und ich bin auch gerade das Ganze... Hörchen. Es ist ein Weilchen her, wo wir es gespielt haben. Ich weiß gar nicht mehr. Und ich nehme das Ganze übrigens nicht gerade mit der Elgato, sondern ich lasse das mal in den Stream laufen. Und, also ich streame gerade über die Elgato, aber nicht über live von der Playstation, sondern über Twitch. Und nur so kleine Randinformationen für dich. Auf YouTube. Für dich ändert sich nichts. Für mich ein bisschen eine Menge, weil erstens die Videoqualität wesentlich besser ist von der Kamera hier oben. Du siehst meine Pickel. Und zweitens ist es vor allem für mich auch wesentlich einfacher, dann so alles dann auch zu schneiden und hinzubekommen. 23. November 1899. Zwillingskerzen, die sich nach einem Willen der Zentralheiligen winden und biegen und ihr Licht in die Ecke der Kapelle werfen. Ich dachte, Vater Jeremiah könnte ich das Geheimnis anvertrauen. Aber er ist so wie alt, so alt wie die anderen. Dafür ist er mit seinen Schäfchen in die Käfige gewandert. Er will zusammen mit ihnen in unsere neue Welt übertreten, sagte er. Wahrlich ein echter Schäfer. Welche Käfige meint der? Warte mal, geh mal aus dem Weg. Ich will an den Schrank, den ich leider nicht öffnen kann. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich denke mal... Wo kommen die Geräusche her? Oh, warte mal. Alter. Ciao. So. Erstmal gucken, ob der Priester hier Schnaps hat. Nein, hat er nicht. Boah, das würde ich gerne mal in VR spielen. Wir kommen übrigens gerade von der Aufnahme für dich auf YouTube. Wir kommen gerade... Ah, die Biblia. Die Biblia, die Holy Biblia. Wir kommen übrigens für dich auf YouTube gerade aus der Aufnahme von Resident Evil, also aus dem großen Finale. So. Und ich habe es überlebt. Man sieht's. Da war doch gerade noch nicht da, oder? Hallo? Hallo? Achso, ich sollte vielleicht mal den Chat gleich mal mit mir rüberholen, damit ich den nochmal lesen kann. Zwischendurch mal. Obwohl, wir sind ja in der Live-Aufnahme. Ich finde es gut, dass man das Spiel nicht leiser machen kann. Das ist ein Traum. Und ein Zettel. Vater Jeremiahs Tagebuch, 1. Oktober 1899. Früher musste ich die Erlösung selbst in ihr Leben bringen. Heute aber strömen sie von selbst zu uns. Die Wärme im Winter und den von Mendus ausgegebenen Essen zum Dank ist meine Kirche jetzt voll und meine Gemeinde gerettet. Er ist mitten unter ihnen und sie huldigen ihm schon fast. Er gestattet ihnen nicht, in seinen Fabrik zu arbeiten und behauptet, dass seine Arbeiter für die neuen Maschinen speziell ausgebildet worden seien. Und das ist unverantwortlich. Das ist unverantwortlich. Nein, skrupellos wäre, solch wertvolle Leben wie die, die er hier sieht, aufs Spiel zu setzen. Seit Mexiko ist er ein veränderter Mann. Man kann nur lobend erwähnen, wie er angesichts seiner solchen Tragödie von seinem Krankenbett aus an, dass er oft gefesselt ist. Eine der größten und gütigsten Wohltätigkeitsorganisationen im ganz London führt. Er ist nicht damit zufrieden, das dominierte Nahrungsmittelunternehmen Englands zu werden. Nein, er verteilt seinen guten Willen, seine Nahrung an die Armen, die sich in Dankbarkeit und seinem Königreich versammeln. Hier liegen überall Kerzenständer und Hemden.
Wahrscheinlich Priesterhemden. Huch. Ich gehe jetzt erstmal die Beichte gleich ablegen. Okay, da wird es wahrscheinlich auch in die Kirche gehen. Ich schau mal, warte mal, von wo kamen wir denn jetzt? Von unten, ne? Bevor ich jetzt da in den Thronsaal rein marschiere, gehe ich jetzt mal hier lang. Das sind sehr starre Vorhänge. Wahrscheinlich nicht mit Perwoll gewaschen. Oh, was ist denn hier? Your faith shackles your vision, Professor. It is an iron coffin that keeps you from grasping the future. We require a new deity. One of steam and the wheel of magnetism and progress. The old god is nothing more than a lamed hog, spitting back offal at mankind. Mhm. Ich finde es immer noch sehr vertrauenserweckend, dass man hier in der Kirche rumläuft und die Kerzen alle noch brennen. Und wir sind noch niemals da. Ja, Vater in nomine, in nomine. In nomine. Warum du nichts im Chat schreiben kannst, ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Du musst dich anmelden. Oh, Padre nomine. Benedictum benedactum. In Afrika laufen die Weiber nackt rum. Benedictum benedactum. Im Kloster tragen sie Kleider. Leider, leider. So. Oh, geheiligt, du Schwein. Du dämliche Sau. Alter, ja, ist doch gut. Oh Gott, kann das mal aufhören? Ja, man muss angemeldet sein. Alter, ist das laut. Hinweis. Irgendeine Art Mechanismus. Alter. Halt die Schnauze! Alter. So, mein Tagebuch. Er hat irgendwas reingeschrieben. Irgendeine Art... Was ist irgendeine Art von Mechanismus? Was? Zweifelsfrei geheim und fürchterlich. Die fehlenden Kerzenleuchter stellt eindeutig eine Antwort dar. Warum aber? Das entzieht sich mir. Warum sollte jemand Maschinen in einen diesen Ort des Gebetes verbergen? Warum gibt es Schleifspuren um den Altar herum, als ob jemand fortgezehrt wurde? Daddy Jones hat mich gehört. Ja, ich glaube schon. Was ist denn hier? Kann ich den Hebel ziehen? Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Hier geht's auch nicht. Hier müssen wir bestimmt gleich Kohle schaufeln oder so. Kohle und Koks. Also brauchen wir hier noch eine zweite Kerze. Die Frage ist nur, wo finden wir die? Alter, diese Kerze. Kann ich die nicht einfach hier von der Wand nehmen? Hallo? Ja, ich bin mal sehr gespannt. Wo wir die Kerze... Oh, warte mal, die Lichtweiß, was ist das denn? Ach, die Holy Bible. Holy Biblia. Die Holy Biblia. Die liegt ja überall wieder rum. Ich frage mich gerade, wo wir diese... Ah, da oben ist wahrscheinlich der Pianist. Ob wir den noch zu Gesicht bekommen? Ist ja schon ewig her, wo ich das gespielt habe. Und ich weiß, es gibt einen Raum, wo ich echt Schiss hatte. Und da waren wir noch nicht gewesen. Und ich kann mich an diesen Raum immer noch gut erinnern. Und da habe ich damals auf dem PC so einen Schiss gehabt. Ach, jetzt mal hier. Finden wir hier vielleicht den Kerzenständer? Ein Ständer gesagt, einfach so. Ah, hier. Ja, nimm mit. La 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 la. Wer geht denn bitte so mit der Kerze so vor sich her so? Als hat er die irgendwie unten hält. Das ist so dumm.
Hallo. Jetzt aber. Warum ist das so laut? Da ist jemand duschen gegangen. In Stereo. Glaube ich zumindest. Ach nee, da ist ein Feuer an. Eine Notiz, wir lesen sie mal. Fürchterliche Mechanien. Maschinen. Maschine, der Motor startet, die Flammen werden geschützt, in den Wänden kann ich Dampf hören und die Luft selbst vibriert. Mein Herz kommt in Stocken, da ich den Hebel ziehe und die Maschinen diesen düsteren Apparates freigelegt werden. Aber meine Kinder rufen mich und ich kann sie nicht im Stich lassen. Stimmt, müssen wir unsere Kinder suchen? Ein toller Altar. Na, Halleluja. Ich will hier gar nicht sein. Hallo, Freunde. Ich will hier wieder raus. Ja, zurück geht's dann nicht mehr. Gut, ich würde sagen, dann nur noch in die eine Richtung, aber egal. Ich bin ein Mann, ich schaffe das. Mia, ich werde dich retten. Oh Gott, mir schwant Böses. Was ist das denn? Da hat gerade jemand gestöhnt. Ich fühle mich gut, wenn ich hier bin. Oh Gott. Listen, Papa. Hold the egg to your ear. You can hear the sea. Was war das? Ich will hier nicht sein. Hallo Popokop, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Ich traue keinen Schritt Meter. Ach, da sind Mäuse. Alter, hör auf damit! Bist du bescheuert? Alter, was geht denn hier ab? Ich will hier nicht mehr sein. Ich will hier nur noch weg. Ich will hier nur noch weg. Oh Gott. Ich will hier nur noch weg. Ich will hier... Warum sind hier überall die Käfige? Der hat die Menschen hier gehalten wahrscheinlich. Für seine Maschine. Okay, wir müssen da hinten lang, so wie es aussieht. Von hier kamen wir ja. Oh Gott, was geht denn hier ab? Oh Gott. Oh Gott. Was war das denn?
aktualisier mal den Browser oder so. Ich weiß ja nicht, worüber du gerade guckst, wenn das mit Netzwerkfehler ist. Aber das Problem hatte schon mal jemand von mir, der bei mir nicht schreiben konnte. Ich weiß nicht warum. Ich habe keine Ahnung warum. Vielleicht über Handy? Vielleicht geht das darüber, über die Twitch-App zu schreiben? Eine große hässliche Ratte. Ja, ich glaube auch. Warte, ich pop mal eben den Chat aus, damit ich ihn mal hier ein bisschen anders habe. Hey, er hat Pop gesagt. Er hat Pop gesagt. Pop, Pop. So, warte mal, da habe ich den Chat nämlich jetzt hier. Ja, das ist schon besser. Da brauche ich nicht mal so ganz mich umdrehen. Scheiß mir in die Hose. Überspielen, dieses Spiel. Oh Gott, ich weiß schon, warum ich das damals alleine gespielt habe am PC mit Kopfhörer voll aufgedreht und habe mir anschließend gesagt, ich spiele sowas nie wieder alleine. Ich weiß schon, warum. Das war damals das Spiel, was mich nervlich aus der Bahn geworfen hat. Und ich habe es damals alleine gespielt, ohne Stream, ohne alles. Handy und PS4 versucht, okay. Ja, das ist schlecht. Da weiß ich aber auch nicht. Netzwerkfehler? Weil das ist noch schlimmer wie der erste Teil. Was ist denn Henry? Henry! Ich hoffe, der kommt jetzt nicht hier lang. Oh scheiße, der kommt hier lang. Oh fuck. Oh fuck. Der sieht uns. Zum Schnüren. Der Nebel lichtet sich nicht. Das Schiff ist bekalmt. Alle liegen im Halbdunkeln und warten darauf, in der trockenen Luft zu ertrinken. Er ist der Briefbeschwerer, der sie beschwert. Was? Zieh mir eine Windel an. Okay. Ich wollte schon gerade sagen, hat sich das Spiel aufgehangen. Na ja. Mmh, lecker. Mmh. Oh, Ratten mit Salami. Mmh. Huch, ach so.